Also Davut wird wahrscheinlich wirklich mal eine Nacht geschlafen haben, wird sich aber auch sehr viel immer noch umschauen, gerade beim Reiten, immer wieder zurückgucken, immer wieder auch in die Wälder gucken. Felix hält vor allem nach Raben Ausschau und hofft auf den Tag, an dem er ausbt die Sichtung des Raben. Junius lässt sich mal mit dem Pferd zurückfallen zu Zain. Beugt sich rüber, fast schon verschwörerisch nah. Du, Zain. Ja? Du bist doch rumgekommen in der Welt, nicht wahr? So kann man es wohl sagen. Mein Geburtsort liegt auf dem anderen Ende des Mittelmeers, dem Mare Nostrum. Ja, weißt du, die Römer haben Götter, die Gallier, die Heiden und alle anderen glauben noch an Naturgeister, aber gibt es da irgendwo ein Volk da draußen, das überhaupt nichts mit Göttern am Hut hat? Überhaupt nichts mit Göttern am Hut? Das nichts gehört, weil gab es mal Völker, die damit nichts am Hut hatten, wahrscheinlich sind sie alle eingegangen. Wenn ihre Feinde den Schutz der Götter hatten und sie nicht, wie würde man da in einer Schlacht bestehen? Ja, wie würde man in einer Schlacht ohne Götter bestehen? Murmelt Junius. Blickt in die Ferne. Das Merkwürdigste, was dir mal untergekommen ist, waren die Juden. Die haben wohl nur einen einzigen Gott, den sie auch nicht beim Namen rufen dürfen. Also er hat einen Namen, aber er darf nicht genannt werden. Und ja, ein Gott für alles, das klingt schon ziemlich abenteuerlich. Ja. Einem Volk habe ich allerdings gehört, dass nur einen Gott haben soll, aber er wird sich dann wohl um alles auf einmal kümmern müssen. Das muss dann schon ein mächtiger Gott sein, um so etwas hinzukriegen. Das ist so das Nächste, was mir einfiele, ein Volk halt ohne Götter. Junius lächelt jetzt kurz und meint, man muss wohl etwa so der Dukurio unter den Göttern sein. Ja, bestimmt. Apropos, ich wurde doch der Centurion versprochen, falls wir diese Mission schaffen. Ihr schaut immer so betrübt rein. Bin ich vielleicht etwas optimistischer an die Sache rangehen? Das könnte uns vielleicht auch beim Gelingen dieser gefährlichen Mission helfen. Denn immerhin haben wir auch einiges zu gewinnen, wenn wir bestehen. Optimistischer, meinst du, Zain? Ja, ich meine, wir haben Horden von germanischen Barbaren überstanden. Wir werden doch zum Beispiel nicht an einer alten Frau sterben, Baba Yaga hin oder her. Und dort drüben in Germanien, da werden sie auch Gold mögen. Wir bestechen da ein paar Leute und so und erzählen ihnen eine schöne Geschichte, dass wir Händler sind und dass sie noch viel mehr verdienen können, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Vielleicht müssen wir gar nicht unser Schwert ziehen, um diese Mission zu bestehen. Die Baba Yaga ist nicht einfach nur eine alte Frau. Ein Dämon, eine Hexe, ein menschenfressendes Monster. Sie frisst Menschen, aber hauptsächlich kleine Kinder. Die wird auch wahrscheinlich sich von einem ausgewachsenen Legionär fernhalten. Keine kleinen Kinder. Sie frisst Menschen, ausgewachsene Menschen wie wir. Warum ist sie dann so abgemagert? Ist nicht abgemagert. Davut. Und Dokuria zieht sein Pferd straff von den Zügeln. Davut. Ja. Sei einfach mal ruhig. Für einen Tag. Geht nicht über. Über das Weibstück. Wir sind dich. Wir haben römischen Stahl, römisches Gold. Wenn es jemand schafft, dann wir. Wir haben seine Stimme ist mittlerweile so laut geworden, dass es auch alle hören können. Wir haben alle verstanden. Missmutig presst Davut die Lippen aufeinander und wirkt auch merklich grimmig. Und fühlt sich wahrscheinlich, also er sieht so aus, als würde er sich nicht ernst genommen fühlen, aber er wird schon so tun, wie man ihm sagt.
Dann, Davut, gib mir mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Immerhin bist du unser Kundschafter. Das letzte Mal schon so gut versaut. Ja. Na, reicht. Ihr könnt die nächsten 4-5 Tage nach Norden reisen. Die Straße zieht sich hin und hin. Immerhin macht ihr ein bisschen mehr Strecke als den letzten Tag. Weil sich Davut dann wieder besser auf dem Pferd halten kann, nachdem der Weihrauch in der Hütte verteilt worden ist. Und zumindest in der Nacht die Gedanken an die Baba Yaga ein bisschen ferngehalten werden können. Nach dem 5. Tage reitet Davut wieder einmal gescholten von seinem Dekurio etwas weiter von heraus, um ja, mit seinen Gedanken alleine zu sein, um in der Natur zu sein, als du tatsächlich dann auch die Aufgaben des Kundschafters dann ja, stille lauscht und dann etwas hören kannst, was dort die Straße vor euch entgegenkommt. Es ist noch weit entfernt, aber es müssen viele Personen sein, die da jetzt auf euch zukommen in einem langsamen Tempo. Dann werde ich eiligst zurückreiten und den anderen leise davon berichten, also so leise wie möglich, sodass man das nicht auf die Entfernung hört, auf die Truppe, die uns dazukommt. Wieder uns vorbereiten können. Gut gemacht, Herr Wut. Ist hier irgendwo eine Stelle vielleicht, wo wir die Pferde hinführen können, um diese andere Reisegesellschaft abzuwarten. Ja, wir könnten jetzt rechts in den Wald rein, wenn wir wollen, aber habe ich zumindest mit dem Bogen dann keine Chance mehr. Sind da noch auf römischem Bereich, auf römischem Gebiet oder nicht? Wie viele sind es denn? Eine größere Gruppe. Ich habe sie nur gehört, nicht gesehen. Also mehr als wir, ja? Vermutlich. Dekurio, was tun wir? Könnten das die gallischen Banditen sein, von denen die Rede war? Hätten sie dann nicht auch einen Kundschafter vorausgeschickt, wäre es ein ansatzweise bewaffneter Trupp. Es könnte eine Gruppe Händler sein, aber so nahe den Reichsgrenzen können auch Händler opportunistisch werden. Sich Dinge nehmen, die ihnen nicht gehören. Na, realistisch reisen wir auch gerade, glaube ich, auf so eine Art Handelsroute. Da wird wahrscheinlich auch einigermaßen viel Verkehr für die Zeit sein, oder? Ja, doch, das ein oder andere Mal. Also viele Leute seht ihr nicht am Tage, aber das ist eine römische Straße und wenn hier irgendjemand zieht, dann über diese Straße. Wisst ihr, ob die Gruppe Pferde dabei hatte? Irgendetwas gehört? Es wird vermutlich so geklangen haben, ne? Wie Wagen, stelle ich mir das gerade in meinem Kopf vor. Ja, richtig. Aber also du konntest, wie gesagt, die Anzahl der Personen nicht, aber es waren einige Pferde, einige Wagen und viele, viele Leute, die zu Fuß gehen. Ich sollte mich einfach an einer günstigen Stelle warten, wo wir sie rechtzeitig in Entfernung über die Kuppe kommen sehen und wir haben Pferde, die eine Bedrohung, wenn sie nach einer Bedrohung aussehen, können wir einfach unseren Pferden die Spuren geben und letztendlich sind aber auch römische Soldaten. Das klingt doch vernünftig, was der Medikus sagt. Was sagst du, Junius? Dieses Mal tun wir das, was der Medikus sagt, ja. Wir schauen uns das an, wer da uns vorbeizieht. Ja, so könnt ihr euch mit genug Abstand auf eine kleine Hügelkuppe stellen, leicht abseits der Straße, sodass ihr dann selber erkennen könnt, wenn am Waldrand über eine weitere Hügelkuppe die ersten paar Gesichter auftauchen. Ihr könnt Pferde erkennen und zottelige Bärte sind wohl dem Auftreten nach keine Gallier, sondern sie sind noch barbarischer. Es sind tatsächlich Germanen und wenn ihr nach und nach zählt, ihr kommt auf über 100 Personen, dann hört ihr irgendwann auf zu zählen, sicherlich 10 Wagen, die da vorfahren und ja, etwas mehr als 10 Pferde. Was sieht man an Bewaffnung? Tragen die Äxte, Schilde oder Speere? Also du siehst wenig an Stahl, wenn, dann sind es eher Keulen oder Schleudern.
Aber keine sichtbaren Schilde oder Rüstung? Nein, oder also Schilde nicht. Vielleicht oder das ein oder andere, der ein oder andere Schild, der an einem Wagen angebunden ist, mit einer auffälligen Verzierung ihres Clans, so würdest du meinen. Ganz interessante Muster, die auch hübsch anzusehen sind. Aber ansonsten, das ist jetzt keine gezogene Keule, kein gezogener Stahl. Die Schilder sind allesamt angepackt. Das sieht eher aus wie Zivilisten. Wobei, ja, wirklich eine stehende Armee haben die Germanen ja eh nicht. Es sind eh alles Barbaren und alle sind verdammenswürdig, aber ob man jetzt einen Kampf gegenüber 100 Zivilisten führen möchte, das ist fraglich. Das wäre jetzt meine Frage, ob da alte Frauen und Kinder mit bei sind, großartig. Ja, ja, ja. Frauen, Kinder, alte, kranke, schwache. Dann wird das ein Clan sein, ein kompletter Clan. Ich denke nicht, dass sie auf einen Kampf aus sind. Wir haben Frauen, Kinder dabei. Also sie haben euch jetzt mittlerweile auch gesehen. Sie kommen weiter unbeirrt die Straße Richtung Süden. Was machen die hier? Ich bin bereit nachzufragen. Wer von euch will an meiner Seite sein? Ich werde mit dir reiten. Wir alle, würde ich sagen. Das sind ganz schön viele. Wohl, auch wenn wir in voller Mannstärke aufziehen, werden wir wohl keine große Bedrohung für sie verstehen. Werden wir als Händler auftreten oder als römische Soldaten? Wir werden in ihren Augen wie der Feind aussehen. Darauf müssen wir gefasst sein. Also wenn es irgendein Problem gibt, dann reiten wir so schnell wie wir können die Straße entlang und versuchen den örtlichen Statthalter zu warnen. Wie gut ist hier das Feld oder der Wald abseits der Straße für Pferde? Also könnten wir den Weg verlassen und ein bisschen über die Wiese reiten oder ist hier irgendwie sowas wie Wald oder Sumpf? Oder? Also auf der rechten Seite ist viel Wald und auf der linken Seite ist dann grasige Landschaft. Hügelig ist sowieso alles, aber das kann man auch auf der linken Seite bereiten. Gut, ich schlage vor, wir versuchen mit ihnen zu reden und wenn sie feindselig sind, weichen wir nach links aus und versuchen einfach an ihnen vorbeizureiten. Spricht denn wer von uns Germanisch? Nach wie vor ein Übersetzer, aber wahrscheinlich haben wir zumindest eine Person dabei, die ein wenig Gallisch spricht. Also ich beherrsche selber ein paar Brocken. Habe ich für den Feldzug gelernt. Ich habe mir ein paar Wörter beibringen lassen. Ich kann es ja mal probieren. Gut, versuchen wir unser Glück. Ich reite voran. Meint Junius und tut das. Ja, wenn ihr auf sie zureitet, kannst du auch schon sehen, wie sich da wohl ein etwas größerer, stärkerer Mann, um die 2 Meter würdest du ihn schätzen, nach vorne drängt. Er greift mit seiner Hand auch demonstrativ an seinen Gürtel, wo eine Keule klemmt. Hält dann noch seine andere Hand hoch, sodass der Tross zum Stehen kommt nach und nach, was ein bisschen dauert. Und dann reckt er so ein bisschen sein Kinn nach vorne herausfordernd und spricht dann erst einmal auf Germanisch zu dir. Verstehst du Germanisch? Ein bisschen. Gut, dann würfel gerne mal auf deinen Wert in der Sprache Germanisch. Und sollten andere das können, können sie ebenso würfeln. Alternativ, können wir mal gucken. Also er brummt dir etwas zu, was wohl durch seinen Bart großenteils geschluckt wird. Und es mag vielleicht auch irgendwas Lokales sein. Dein Germanisch hast du sowieso nicht im Wald gelernt, sondern eher in der Taverne. Junius blickt fragend zu Titus. Hast du das verstanden? Sieben. Ja, Titus, du verstehst ihn. Er ist an seinem Dialekt auch zu erkennen als grenznahe, also irgendwas in der Nähe vom Rhein. So würdest du ihn einschätzen. Ja. Das sind Kyrusker. Furchtbarkeit. Furchtbarkeit und Fülle. Versteht ihr uns? Du uns verstehen? Nein. Du mich verstehen? Ich spreche mit Absicht viel gesprocheneres Germanisch, als ich eigentlich spreche. Er ist verwundert, wendet dann seinen Blick von
eurem Decurio komplett ab und blickt dann zu dir als einfachem ja, Legionär, als Händler. Du kein Kiruska. Du Kiruska. Da. Er ist ein Kiruska. Ich glaube, sie leben sehr nah an der Grenze. Was tun hier? Wir suchen neue Siedlung. Neues Land. Land. Wo können wir uns hier niederlassen? Fruchtbarkeit von Kernunos. Ich glaube, er will so eine Art Feld. Ich glaube, sie wollen Land. Sie wollen eine Siedlung? Ja, ja, Siedlung. Er spricht komisch. Er will so eine Art Siedlung. Ob er Latein beherrscht. Sprecht ihr Latein oder Gallisch? Steig ab von Pferd. Du bist unser Mann. Ich soll vom Pferd steigen. Er spricht scheinbar keine unserer Sprachen. Ja, ich würde auch mal auf ihn zugehen. Er kommt ja näher dann, wenn du vom Pferd heruntersteigst. Tust du auch, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ja, er kommt relativ nah an dich heran. Seine riesige Nase schnuppert so ein bisschen an dir. Seine ziemlich große, ja, seine Hand ist riesig groß. Er packt dir so ein bisschen in die kurzgeschorenen blonden Haare. Und es sieht nicht so aus, als ob er jetzt feindselig dir gegenüber wäre. Seine Hand vom Knüppel hat er sowieso wieder fallen gelassen. Du unser Mann, du Karuski. Er will, dass ich Kiruska werde, glaube ich. Berinhard! Er klopft sich mit seiner Hand auf die Brust. Berinhard! Ich glaube, sein Name ist Berinhard. Ihr wollt Siedlungen gründen? Ja, Fruchtbarkeit für Kernunos. Wir sind gekommen von Karuskaland, Derakuruski. Wie über Wall oder Grenze? Floß. Die sind mit einem Floß wohl über den. Mut über den Rhein gekommen. Was sollen wir machen? Ich glaube, sie wollen sich hier irgendwo niederlassen, wenn mich nicht alles täuscht. Mehr Einnahmen für Rom. Ja, geht so ein bisschen abseits von der Straße auf die eure linke Seite, lässt sich dann nieder, greift tatsächlich auch in die Erde, zieht so ein bisschen die Grassohle weg und riecht dann auch an dem Gras, an der Erde, schnüffelt, steht dann wieder auf. Gutes Land! Er sagt, wir haben gutes Land. Wir sollten Ihnen vielleicht zumindest sagen, wie Sie hier offiziell vorgehen müssen, wenn sie hier siedeln wollen. Wer ist hier zuständig? Ist hier Quintus noch zuständig? Ich denke nicht. Das den wirklich ansehe. Ich würde den anraten, sich einfach irgendwo in der Nähe der Straße niederzumachen. Dann ist die Eintreibung der Steuer ziemlich einfach. Da wurde Nick zustimmt. Die können sich doch nicht einfach hier niederlassen. Sie müssen sich schon an die Gesetze halten, dem Statthalter das Anliegen darlegen. Aber natürlich, und das wird denn dann beigeboren, nahegebracht, sobald andere Legionäre hier eintreffen. Ja, er hört euch nicht zu, er kann euch sowieso nicht zuhören, er geht währenddessen wieder zurück zu einem seiner Wagen, ruft dann nach irgendeiner Edgit und ja, da kommt dann eine Frau ungefähr in seinem Alter dann auf euch zu und trägt dann zwei große Beutel aus Ziegenfell in ihrer Hand, die er ihr abnimmt und geht dann mit diesem Fell wieder auf euch zu. Scheint wohl irgendeine Flüssigkeit wieder drin zu sein. Titus, frag sie doch mal, warum sie denn überhaupt mit ihrem gesamten Clan davonziehen. Kommen ja aus der Richtung, in die wir wollen. Warum gehen weg, Kiruska-Land? Wie ist dein Name, Kiruska? Titus. Titus, das ist kein Name von Kiruska. Das ist mein Name. Nicht Kiruska-Name, mein Name. Ich bin Berinhard. Das ist Erdgüt. Trink. Und dann drückt er dir den Schlauch, den Ziegenschlauch an deine Brust. Guck mal so. Bisschen so, als würde ich eine Genehmigung wollen in Richtung meines Vorgesetzten.
Sie wollen, dass ich trinke. Irgendein Brauch, vermute ich. Ja, den zweiten Schlauch drückt er dann tatsächlich auch vom Decurio Junius in, aufs Pferd nach oben. Trink! Das lässt sich Junius nicht zweimal sagen und trinkt tatsächlich aus dem Schlauch. Du setzt an, es ist irgendeine fettige Milch, die wohl mit Alkohol versetzt ist. Wenn du wieder absetzt, also musst du dich so ein bisschen kurz dran gewöhnen, schluckst dann aber runter. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber auch schon irgendwie süffig lecker. Scheint wohl Ziegenmilch zu sein. Das Widerlichste, was ich dieses Jahr getrunken habe, aber ich könnte mich dran gewöhnen. Diesen Worten würde ich dann auch was davon trinken. Ja, währenddessen deutet der bärtige Mann auf Titus Geruski. Er nicht Titus. Ja, sagt, ich bin nicht Titus, sondern Geruski. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ihrem Stamm gehören, weil wir diesen Kram getrunken haben. Ich lüge natürlich übrigens frech die ganze Zeit. Ich verstehe den Mann ja ausgezeichnet. Sag ihnen, dass du Titus bist, dass du Römer bist. Und wenn sie Römer werden, wenn sie hier sich ansiedeln, dann müssen sie auch Römer werden und ordentliche römische Namen annehmen. Wir sollten weiterziehen, bevor noch mehr von euch von diesem Clan adoptiert werden. Sind doch am Ende immer Heiden, vergesst das nicht. Ja, Titus, du siehst noch, wie er sich umdreht, ruft dann mit seiner kehligen Stimme kratzig zu den hunderten Leuten. Wir bleiben hier, gutes Land, gutes Omen. Titus der Karuska sagt, wir siedeln hier. Und dann bricht so ein bisschen Gemurmel auf, so, die Leute verstreuen sich vornehmlich zur linken Seite. Die Planwagen werden da so ein bisschen rüberholmpelt gezogen. Und die ersten paar Leute laufen sogar schon in den Wald rein. Ihr könnt sehen, wie ein paar Äxte gezogen werden und man sich jetzt hier an dieser Stelle umguckt, direkt neben der Straße. Ihr müsst noch gehen zu großen Häuptlingen von Rom, von hier vor Ort. Müsst gehen und reden mit denen. Sie verstehen nicht Karuska-Sprache. Nein, ja. Wir bleiben hier. Die wollen wohl hier bleiben und wollen sich nicht vorstellen, weil niemand ihre Sprache spricht. Aber sie sprechen auch. Also, oder die Typen von da unten sprachen komisch, aber ich verstehe immer nur so die Hälfte. Titus, was tust du hier? Du auch hier siedeln? Händler? Ich reisen mit. Und ich zeige mal auf die Leute hinter mir. Wir. Sowas wie Freunde. Händler? Manchmal Händler, manchmal nicht so erfolgreiche Händler. Manchmal wir sehr arm. Ihr bestimmt kennt. Du hast kein Glück mit Vieh. Du musst großes Glück haben mit Vieh. Wenn sie werden krank, musst du aufpassen. Du brauchst Glyphe von Kernunos. Wir haben Problem mit... Ich vermute, Baba Yaga gibt es keine Übersetzung, weil das vermutlich einfach für ihn ein unbekanntes Wort ist. Mit große, böse Geistfrau. Geister? Machen Problem. Und dann zeige ich mal auf unseren Betroffenen. Ihm folgen. Sie böse auf ihn. Ja. Wir müssen an Götter. Reden die über mich? Ich berichte von der Baba Yaga, aber ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Hexe. Böse Hexe ihm folgen. Wir laufen. Er fängt an zu lachen, deutet auf seine Frau Edgid. Kräuterfrau, nicht böse. Ja, David macht eine abwinkende Geste. Ich würde auch auf seine Frau zeigen. Sie, nicht böse. Ihm folgen. Böse Frau. Und dann will ich meine Arme ganz weit in die Luft strecken, als wäre ich sie riesengroß. Böse, große Frau. Ja, während ein weiterer Wagen an ihm vorbei humpelt, greift er sich einen Schild, den er wohl nicht zufällig rauszieht, sondern er wartet, bis er einen bestimmten Schild rauszieht, der ebenso bemalt ist. Und du kannst erkennen, ein großer Hirsch, der ist darauf abgebildet, mit einigen germanischen Runen.
die da wohl reingeritzt worden sind. Und den drückt er dann, nachdem du ein bisschen wild gestikulierend auf Davut gezeigt hast, Davut auch in die Hand. Kerenunos beschützt. Davut nickt dankend für den neuen Zauberschild. Und guckt mal, ob er tastet sich mal ab, ob er irgendwie was als Gegengeschenk parat hat. Ich glaube, den Adlerglücksbringer wird er ungern weggeben, genauso sein Dolch, aber vielleicht hat er irgendwie besondere Kräuter oder so in letzter Zeit noch gefunden. Ja, Heilkräuter oder sowas, warum noch nicht? Gerade wenn du mit Titus, gut, ja. Titus hat nach Giftkräutern gesucht, aber zusammen mit Zain kannst du sicherlich Heilkräuter gesucht haben. Die könntest du ihm dann noch geben als Dank. Dann wird er gute Kräuter als Dank reichen. Wahrscheinlich in einem guten Beutel oder so. Mhm. Der scheint dann nur noch zu nicken. Auch wenn er Hosen trägt und ein Germane ist, so bösartig sind die gar nicht. Also dafür, dass sie euch in den Zehntausenden abgeschlachtet haben, scheinen diese Personen, während sie da weiter rumpeln oder in den Wald einbiegen, gar nicht bösartig zu sein. Ja, du sagst nur, dass das Gift anschlägt, was unsere beiden getrunken haben. Und diese Hosen sind bösartig. Ganz bösartiges Konzept.